Unsere Schnüffelschnuten sind sensible und häufig auch sehr anhängliche Wesen. Nicht umsonst heißt es, dass Hunde unsere treuesten Begleiter sind und uns manchmal nicht von der Seite weichen wollen. Tatsächlich kann es vorkommen, dass deine Fellnase regelrecht ausrastet, wenn du nicht in der Nähe bist und im schlimmsten Fall damit beginnt, deine Einrichtung zu schrotten oder in die Wohnung oder das Haus zu urinieren oder sogar zu koten. Dein Hund leidet dann unter Umständen unter massiver Trennungsangst und erträgt es nicht, alleine und von dir getrennt zu sein. Wie du deinem Hund dabei hilfst, diese Trennungsangst zu überwinden, erfährst du im folgenden Video. Vielleicht kennst du aus leidvoller Erfahrung die folgende Situation. Du gehst morgens zur Arbeit und kaum, dass du die Haus- oder Wohnungstür hinter dir geschlossen hast, fängt dein bester Freund an, herzzerreißend zu jaulen und zu winseln oder gar zu bellen. Auch ein Kratzen an der Tür, innere Unruhe, Appetitlosigkeit und sogar Erbrechen und Durchfall können die Folge dieser Trennungsangst sein. Das geht nicht nur dir an die Substanz, sondern wird im Zweifel auch deinen Nachbarn stressen und nerven, von deinem Hund einmal ganz zu schweigen. Schließlich ist dein Vierbeiner derjenige, der in dieser Situation wortwörtlich wie ein Tier leidet. Der Grund: Du fehlst ihm einfach und das muss er kundtun. Dabei sind Winseln und Jaulen aber noch das Harmloseste, was deine Fellnase tun kann. Aber was kann in deinen eigenen vier Wänden passieren, wenn der kleine oder große Racker tun und lassen kann, was er will und ohnehin schon gestresst ist? Im schlimmsten Fall kommst du in ein Zuhause zurück, in dem zerfetzte Sofas, zerbissene Gegenstände, Urin und Kotflecken zu finden sind. Hier hat dein Hund seine Trennungsangst, denn nichts anderes forciert dieses Verhalten auf die Spitze getrieben. Die Zerstörungswut ist sein Ventil geworden. Aber woher kommt diese Trennungsangst? Ist dein Hund irgendwie komisch? Nicht wirklich, denn sie ist in erster Linie tief in unseren Hunden verwurzelt. Sie sind schließlich Rudeltiere und demnach die Gesellschaft anderer Hunde oder eben auch dir gewöhnt. Teil eines Rudels zu sein bedeutet immer auch Schutz und Sicherheit. Die Kommunikation und Interaktion mit den anderen Gruppenmitgliedern wird als positiv aufgefasst und gehört zu einem glücklichen Leben dazu. Hier unterscheiden sich Hunde eigentlich gar nicht so sehr von uns Menschen. Aber nicht nur diese Rudelzugehörigkeit kann dazu führen, dass dein Hund durchdreht, wenn du morgens das Haus verlässt. Ein weiterer Grund dafür liegt in ihrer Herkunft. Hast du beispielsweise einen Hund aus dem Tierheim, weißt du oft nicht genau, welche Vorgeschichte er hat. Vielleicht wurde er misshandelt und benötigt eine extra Portion Zuneigung und Liebe, weil du der erste Mensch bist, der wirklich für ihn da war. Oder vielleicht ist Frauchen oder Herrchen verstorben und er ist mit dem Trauerprozess noch nicht fertig und hat nun panische Angst, dass auch du nicht mehr zurückkommst. Aber auch Jungtiere leiden häufig unter Trennungsangst. Schließlich sind sie erst kürzlich von Mama und Geschwistern getrennt worden und sehen in dir nun den menschlichen Ersatz, der doch bitte immer da zu sein hat. Aber was tun, wenn dein Hund nicht alleine sein kann? Schließlich musst du auch mal ohne deinen Vierbeiner vor die Tür. Mit einigen Tipps und Tricks kannst du zusammen mit ihm daran arbeiten, diese Trennungsangst abzubauen und auch ganz zu beseitigen. Tipp Nummer 1: Beuge dem Trennungsschmerz vor. Das gilt sowohl für Welpen als auch für ausgewachsene Hunde, die bei dir einziehen. Idealerweise ist in den ersten 4 bis 6 Wochen immer jemand ganztags für den kleinen Racker zu Hause. In dieser Zeit können du und dein Hund an der Vertrauensbasis arbeiten und den Grundstein für eine liebevolle Beziehung legen. Ist das geschafft, kannst du damit beginnen, dich immer mal wieder kurz von deinem Hund zu entfernen. Mal nur in einen anderen Raum zu gehen und die Tür für eine Minute zu schließen oder aus der Haustüre zu gehen und nach 2 Minuten wieder zu kommen. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und langsame Steigerung sind hier gefragt. 1 Minute, 2 Minuten, 5, 10 Minuten. Hast du dich so auf 1 Stunde hochgearbeitet, wird es immer leichter. Nach optimalerweise sehr vielen Wiederholungen hat dein Freund die Gewissheit: Mein Mensch kommt immer wieder. Tipp Nummer 2: Bringe deinem Hund bei, dass er ab und zu für längere Zeit alleine bleiben muss. Das ist einfacher gesagt als getan, aber durchaus machbar. Schwierig ist das vor allem dann, wenn du beispielsweise eine längere Zeit im Homeoffice warst, nun aber wieder zur Arbeit musst. Hier kann es dann helfen, deinem Hund mit Signalen beizubringen, dass sie nun für einige Stunden auf sich gestellt sind.
Dazu kann unter anderem ein Halstuch oder eine Decke gehören, die nach dir riecht, oder auch eine Lampe, die du immer dann anknipst, wenn deine Fellnase alleine bleiben muss. Tipp Nummer 3. Richte deiner Fellnase eine Sicherheitszone ein. Hierbei handelt es sich um einen Bereich, in dem sie sich aufgehoben und geborgen fühlen. Dort kann sich dein Vierbeiner zum Beispiel mit einem gefüllten Kong beschäftigen oder einfach auch einmal abschalten und entspannen. Zu Beginn musst du natürlich immer in der Nähe deiner Fellnase bleiben. Wie auch beim langsamen Entfernen aus Räumen fängst du dann an, sie in länger werdenden Abständen alleine in dieser Sicherheitszone zu lassen. Irgendwann wird dein Tier dann verstanden haben, dass du jetzt für kurze Zeit weg bist. Und anstatt dir hinterherzulaufen, ist der Kong dann schon bald interessanter als du und die Routine führt zur Sicherheit. Das sind nur einige Tipps, die du umsetzen kannst, wenn deine kleine Schnüffelschnute unter Trennungsangst leidet. Selbstverständlich ist nicht jeder Hund im gleichen Maß betroffen und auch nicht jeder Hund, der aus einem Tierheim kommt, wird automatisch unter Trennungsangst leiden. Schließlich sind alle Hunde individuelle Charaktere, die unterschiedlich auf bestimmte Situationen reagieren. Wusstest du, dass zum Beispiel Bellen nicht immer das Resultat einer Angst oder gar Aggression ist? Welche Gründe es hierfür noch gibt und wie du deinem Hund unkontrolliertes und dauerhaftes Bellen abgewöhnen kannst, erfährst du, wenn du auf das linke Bild klickst. Und wenn du auf das rechte Bild klickst, kommst du zu unserem Rasseporträt des Golden Doodle, einer wahren Hunde-Frohnatur.